Gucci Potty ist ready, vorletzter Fit in 3, 2, 1, kommen Sie heraus. Zieh den Ironman runter. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, kennt natürlich nicht am Tisch, aber im Handy hasse ich, prinzipiell. Ihr habt es im Titel schon gelesen, heute ein Umstyling mit Gucci Potter. Leider um eine Uhrzeit, wo ich absolut noch nicht am Start bin, kann man aber nichts machen. In 1,5 Stunden geht der Zug auf Gleis 9 3 Viertel und mit der Gucci Potter wieder nach Hause kommt. Bei dem her müssen wir das alles schnell abpacken. Gut, perfekt, fahrt durch. Das sind die ganzen Nimbus-Lieferungen für Quidditch heute am Nachmittag. Gut, Freunde, genug gespaßt, heute ein lustiges Video. Aber damit das Ganze möglich ist, hat uns der Steffel wieder mal die Möglichkeit gegeben, in ihrem wunderbaren Modehaus zu filmen. Die haben natürlich, das werdet ihr dann später auch noch sehen, Jasin, da bin ich. Oh. Ja. Die haben natürlich, später werdet ihr auch noch sehen, einige nice Marken am Start. Das heißt, wer in Wien unterwegs ist, im ersten Bezirk auf der Kärntner Straße, schaut auf alle Fälle vorbei. Vielen Dank an den Steffel. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen, jetzt kommt das nächste Auto. Damit hätten wir für heute alles abgehakt. Ich bin schon gespannt, was wir da heute zaubern. Holen wir ihn ins Bild, unseren Gucci Potter. Okay. Servus, grüß dich, Bro. Schön, dass du es geschafft hast. Auf jeden Fall. Ja, bist du schon aufgeregt? Ja, ein bisschen schon, ja. Du hast ja da jetzt ewig warten müssen, während ich da mein Intro gelabert habe. Du bist natürlich im Gucci Flex wieder am Start. Ja, natürlich, Gucci Flex muss sein, Gucci Hose, ja. Gucci Pullover. Gucci Hose ja, ist das sogar? Ja, eine Gucci Hose, allein hier brutal. Und natürlich die scheiß Autos. Bleib mal da, Stefan. Und natürlich wieder für Leon dein Moment. Jetzt kommt dein Moment. Der Gucci gehört. Muss natürlich geflext sein. Und hast du ja relativ hops genommen im letzten Mal, ja. Das kann ich checken, gell? Jasta hat ja auch gut reagiert. Ja, sehr witzig. Gucci Potter auf jeden Fall ein Begriff, der geschaffen wurde für die Ewigkeit. Keine Ahnung, welches kreative Genie aus dieser Idee entstammt, aber das bist du gebrandet und trägst den Namen mit Stolz, gell? Ja, schon. Ich meine, du hast mir wirklich eine gute Vorlage gegeben. Ja. Und hätte ich es nicht genutzt, das wäre dann ziemlich dumm gewesen von mir. Ja, da hast du absolut. Das Branding, Marketing technisch habe ich es umgesetzt. Du hast mir den Namen gegeben, dementsprechend, ja. So ist es. Also Unternehmensberatungen, sehr, sehr gerne. Imageberatungen machen wir jetzt zukünftig auch. Ja, sind du nimmst die erste Link in der Infobox. Wir leiten das direkt weiter an den Karl und der macht die Rekrutierungsmaßnahmen für diese Zwecke. Bin gespannt. Gut. Bin ziemlich aufgeregt, Mann. Bist du aufgeregt? Ja, ja. Warum das? Jetzt schon. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich schon deine Haare im Mund. Und hier, Unterhemd ist von Giorgio Armani. Giorgio Armani und die Yeezy natürlich am Start. Yeezy Boost, ja, natürlich. Was haben wir noch für einen Rucksack da? Valentino. Ah, also Leon würde sagen Louis Vuitton, oder? Richtig. Louis Vuitton Rucksack. Mit meiner Kamera Sony Alpha 7 III. Okay, perfekt. Hast du noch deinen Zauberspruch? Dein Parfum ist ja immer dein Zauberspruch. Ja, heute immer wieder Creed Avengers Cologne. Ja. Uli, wir werden heute ein Umstyling machen. Wir werden versuchen, dass du jetzt ein bisschen wie der Phönix aus der Asche steigst und nicht weiter in deinem Style in der Kammer des Schreckens verharrst. Also wir werden versuchen, da was zu zaubern. Ja. Ich freue mich schon irrsinnig drauf. Schauen wir rein, würde ich sagen. Schauen wir, was man alles will. Easy going! Die Schuhe hatte ich für 700 bei beim Exclusive Store München gekauft, bei dem Fabian. Zwei, aber reduziert auf 600. Ja. Okay, also circa 3000 Euro. Das wollte ich eigentlich nur hören. Perfekt, Bro. Wir sind da jetzt im Paradies angekommen. Das ist, das sind schon mehrere Marken. The Couples, MCM, Helmut Lang, Stone Island, Corvo, jetzt von Rafa Camora da am Start. Also die haben einiges. Da werden wir auf jeden Fall ein Outfit zaubern. Ich würde sagen, wir gehen mal so. Welche Marke spricht sich da persönlich gleich mal an? Stone Island. Ja, eh klar, Stone Island, den Stein der Weisen, den lassen wir heute. Kennst du es auf jeden Fall, eine richtige Wannabe-Marke? Okay. Die ist gehört auch, falls sie es hier haben, aber sonst. Okay. Easy going. Ecole Ward, fühlst du? Kenn ich gar nicht. Tasche ist schon ganz nice. Was glaubst du, wie viele Zauberstäbe passen da rein? Boah, ich schätze mal so zwei Stück und dann vielleicht noch irgendwie. Bisschen Süßigkeiten, wenn ich dann in der Bahn sitze, weißt du, im Hogwarts Express. Ja. Easy going. Der hat so krasse Bilder einfach. Fio ist das, aber ich glaube, den magst du nicht. Warum? Weil er von Slytherin ist.
Da werden noch einige Harry Potter Jokes kommen heute. Stellt euch schon mal drauf ein, Freunde. Ohne wird null vorbereitet auf. Ja, du, wir machen es ganz spontan, ganz gechillt. Sehr nice, wie gesagt, da schon a Cold War. Das könnten wir uns überlegen. So ein bisschen auf der sprechende Hut. Ja, eindeutig Gryffindor. Ah, das ist eher Hufflepuff in dem Fall. Aber perfekt. Die Jacke schaut aber wild aus. Oh, ein Kompass. Hör mir auf. Ja, kann man sich schon mal überlegen. Wenn ich einen Termin mit Ron im Wald bin, dann weiß ich wohin. Stimmt, das ist für einen dunklen Wald. Kennst du nicht? Dafür habe ich Stefano. Okay, dafür hast du einen eigenen Typen, der weiß, wie groß du bist. Ich kaufe alles bei Stefano, er weiß alles. Okay. Das mit diesem Stefano, Freunde, das wird mir schon langsam ein bisschen verdächtig. Der kennt sogar meinen Kleiderschrank besser als ich ohne Es wird immer verdächtiger. Okay, also du weißt nicht deine Größe. Ja, ich würde sagen, ich habe immer S, XS so und Hose, keine Ahnung. Du tragst S, XS? Und M manchmal auch. Made in China. Okay, passt, Indigo. Bro, check dir mal ab und ich such dir mal was Nasses. Perfekt. Okay, passt, bis gleich. Freunde, am besten wäre natürlich dieser Umhang, der unsichtbar macht. Das wäre natürlich der beste Fit für den heutigen Tag, glaube ich. Danke, danke, danke. Spannend, ob er das dann kauft, das Outfit. Karl hat es ja nicht gekauft. Frechdachs. Jojo, Richard Mildy ist da. Na, no, das mache ich dann online. Hast du nicht mehr drauf gehört? Beim letzten Mal ist der Korken so abgegangen. Kleiner Einspieler in 3, 2, 1. Du kannst was shoppen. Also, wir können uns dabei während der Gucci-Pot irgendwo anders ist. Prost. So Leute, ehrlich gesagt noch gar keinen Plan. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen durchschauen und mich spontan inspirieren lassen. Ich habe aber nichts im Kopf, hauptsächlich deswegen. Hauptsächlich nicht deswegen, weil ich nicht gelernt habe. Nein, hauptsächlich deswegen, weil es einfach noch zu früh ist für mich. Aber wenn ich dann Represent sehe, bin ich natürlich wieder todesbegeistert. Ich weiß halt nicht, ob ich... Ja, wurscht. Wir schauen einfach mal durch. Montage in 3, 2, 1, here we go. Klar, für unseren Gucci Potter natürlich nur das Beste. Den Stein der Weisen, Stone Island. Ein bisschen freaky, ein bisschen bunt können wir werden. Bei dem Lockenkopf kannst du eh alles machen. Stylemäßig zumindest. Ja? Das ist eine S. Perfekt. Yes! Corvo ist alles weg. Na, da schon. Das ist Corvo. Ah. Okay. Ja, fein. Perfekt für den Räumerplatz. Corvo-Outfit am Start, Leute. Die lachen über deine Jokes, Max. Ja, ich bin auch lustig. Checken wir wieder nicht. Daily Paper, aber sein Hemd ist mal was Neues. Pass. Wie heißt die Shopping-Karte nochmal? Jelena. Du lügst. Nein. Du lügst. Nein. Entschuldigung. So heißen es alle. kann ich die ja. Ich weiß nicht, was Balenciaga-Tasche wieder aufführt, Leute. Schätzt mal, schreibt mal in die Kommentare, was ihr schätzt, wie viel der kostet. Also Gucci safe nicht, haben wir schon genug beim Gucci-Potter am Start. Wir gehen mal ein bisschen neue Wege. Balenciaga, Trackrunner, so in die Richtung. Da habe ich jetzt meine Outfits gepottert. Gucci-Potter. Gucci. Gucci. Gucci da. Perfekt, Leon, wir sind fertig. Bist du gespannt? Ich bin gespannt, ja. Da ist deiner geblüht. Okay, Unter der Treppe. Passt. Also der Neville holt dich dann raus, wenn es so weit ist, okay? Du bist ready? Ja, dann gebe ich dir jetzt mal das erste Outfit. Ich gebe jetzt einfach mal. Noch gar nicht schauen. Geh einfach mal in die Kabine, ich gebe es da rein. Okay. Das sind jetzt mal deine Sachen. Okay, bitte schön. Machen wir. Zack, das ziehst du mal an. Und das sind auch deine Schuhe. Okay, nice. Nicht wundern, einfach mal anziehen. Mach ich. Macht viel Spaß. Mach ich. Doch, bin ich aber sehr gespannt aufs erste Outfit.
Schreibt mir jetzt schon mal in die Kommentare, welches Outfit ihr am nicesten gefunden habt. Wie, wenn ihr noch keins gesehen habt. Super, Maxl. Vormittag ist deine Zeit. Super, danke. Okay, Leon, bist du ready? Ready, ready. Dann komm heraus. Ja, Besonderes Outfit. Schau an, ich glaube die Schuhe, die passen ja gar nicht. Ja, die sind zu doll. Ja, komm nochmal raus. Aber ich finde die Jacke an sich mega fresh. The Cold War kennst du? Nee. Okay, kennst du gar nicht. Nur Gucci natürlich. Ja, natürlich. Ja. Die Coopers kennst du wahrscheinlich auch nicht, gell? Ja, schon mal gehört, ja. Okay, also die Jacke, da liegen wir, glaube ich, bei 600-700 Euro oder 769 Euro. Die Coopers, ja, jetzt ist es auf einmal cool, oder? Nein, noch nie was haben gehört. Okay, ja, sehr nice Marke auf jeden Fall. Ich finde die Jacke Bombe. Wir haben auch eine Hose heute noch im Schatz. Also die Jacke wie, weißt du, wie ich bei Mahan sagen würde? No name. Ich würde nur sagen zu dem noch, no iced out. Die Jacke finde ich Baba. Bombe. Kommt auch gut mit dem weißen der Kuppelshirt, das fittet dir ja auch eigentlich ganz gut, oder? Vom also das Oberteil ist auf jeden Fall nice. Okay, die Hose dazu, du sagst beim Bund ist ein bisschen zu groß. Ja, beim Bund ein bisschen zu groß und ich finde auch hier unten. Nein, das gehört so. Es soll dieser Baggy Loose Fit sein. Ach, das hast du normalerweise ja nicht. Nee. Etwas kleiner noch, dann kommt die Hose mega nice, aber ich würde andere Schuhe dazu anziehen. Mit normalen weißen Sneaks, weiß nicht, vielleicht Air Force zum Beispiel. Ja. Okay, erstes Outfit. Deine Bewertung dazu? Meine Bewertung die ist auf jeden Fall besonders so, ja, so 6. 6, okay. 7. Würdest du selber, denken wir uns die Schuhe weg, aber ansonsten würdest also du. Also ansonsten finde ich hier oben richtig nice, die Hose vom Schnitt her, aber Jeans geht immer. Ja, ja, okay. Jeans ist Jacke und Shirt findest du in Ordnung? Jacke und Shirt ist nice, gerade das Shirt auch. Bro, dann ab in die Kabine, perfekt. Nächstes Outfit hier, go. Schreibt mal in die Kommentare, denkt euch die Schuhe weg. Die haben nicht funktioniert, keine Ahnung, was ich mir da einbildet habe, war ein Versuch. Aber schreibt in die Kommentare, wie ich das Outfit ansonsten gefällt. Die Jacke ist übel fresh. Okay, nächstes Outfit. Wir gehen in so einen Cremeton hinein. Kurze Hose, kennst du es, wenn es an Sommertagen dann etwas kühler wird, dann zieht man sich noch eine Weste drüber. Das ist der Fit, den ich mir überlegt habe. Mal schauen, ob der diesmal funktioniert. Puh. Bist du gut wie fertig? Ja. Boah, hoffentlich passt der Fit diesmal, aber eigentlich ist es mir wurscht. The stage is yours, gute Foto. Okay. Ja, kann man machen. Stabil auf jeden Fall. Dir taugt's? Ja, auf jeden Fall. Das ist das Outfit. Gut. Wir haben, die Hose habe ich mal ein bisschen vom Fit her anders vorgestellt. Aber ich finde es nicht so schlecht, das ist halt, weil du sehr, sehr dünn bist. Aber ich finde, die Ami Paris geht sehr gut klar von der Größe her auf. Dreh dich mal, komm mal ein Stück raus und dreh. Ganz ein einzigartiger Fit auf jeden Fall, die Hose. Tobias Bergnissen mit dem Zip-Hoodie dazu, Stone Island Shirt und die Yoshi Yamamoto Schuhe. Ich finde es cool, dir gefällt es auch. Ja, mir auch auf jeden Fall. Okay, Feedback zu dem Ganzen? Na, 8 so. 8, 9, würdest du so rausgehen? Ja, so würde ich rausgehen. Das ist besser als den Flexer-Fit, den ich normalerweise von dir gewohnt bin. Perfekt. Dann, du bist zufrieden, bestes Outfit bis jetzt für dich? Ja. Okay, schreibt auch euer Feedback drunter in die Kommentare. Schau mal, dein Zwillingsbruder. Servus, grüß dich. Warst du im Video? Ja, ja, safe. Servus, grüß dich, alles gut? Ja, mit dir. Hallo. Guten Vater. Bist du zur Unterstützung dabei, oder? Könnt ihr dich mal kurz nebeneinander stellen, nur für das Bild? Sehr gut. Nice, Leute. Jawohl. Ah, aber Orga Flex am Start mit der Gucci-Tasche. Nicer Fit. Oder ich bin gerade von Ford gekommen. So right now. Du kannst am Ford gehen? Ja, ich war bei einer Homeparty und ich war jetzt kurz so. Steffen, Mann, so. Machen wir nächstes Outfit, Bro. Machen wir. Von Ford gehen, what the fuck. Okay, gut. Ich gebe dir was rein. Wir machen jetzt ein bisschen einen. Machen wir jetzt schon das ausgefallene. Machen wir jetzt noch ein chilliges und dann machen wir das. Bunte Outfit. Drittes und vorletztes Outfit für heute. Daily Paper, Yoshi Yamamoto und Balenciaga. Zack, bitteschön. Okay. Viel Spaß. Mach ich. Viel Spaß. Mach ich. Gucci Potter ist ready. Vorletzter Fit in 3, 2, 1. Kommen Sie heraus. Zieh es einfach mal ein bisschen runter. Geh nochmal rein. Ich hole das nochmal eine Nummer größer. So, passt. Ich gebe dir das nochmal in M. War ihm das zu klein, oder? Ja, vor allem in der Konstellation mit der Hose. Die Hose ist schon... Okay. Na, wir sind mal gespannt. Ja, ich würde selber nicht anziehen, aber schauen wir einfach mal. Servus, Kollege. Ja, perfekt. Schönen Tag euch, gell? Tschüss, Papa. Also, Leon, du bist fertig? Ja. Passt an, kommen Sie heraus. Easy going. Ja, besser. Komm ein Stück nach vorne, das ist das Outfit.
Wir haben hier Daily Paper Longsleeve mit der Yoshi Yamamoto Hose und die Balenciaga. Ich finde, das Outfit funktioniert komplett bis daher. Ab dann wird es schwierig. Es ist halt ein sehr starker Stilbruch auch. Ja. Eher elegant so. Ja, ja, hier ja. Noch eng anliegend alles. Genau. Und dann hier plötzlich etwas oversized. Ja, vorher das war einfach zu eng. Ja. Vorher das war einfach zu eng. Das geht vielleicht mehr, wenn man so ein Kurzarm-Shirt nimmt mit wegstehenden Ärmeln und in die Hose reinsteckt. Meinung zu den einzelnen Pieces? Ich finde, die Hose ist extrem nice. Die ist wirklich nice, nur. Gell? Ich finde halt, was der Stoff auch gerade. Ja, ja, das ist und so ein Bund. Ist ein ganz ein eigenartiger Stoff, wie so eine Lauffunktion. Erinnert mich immer ein bisschen an Bader-Stoff her. Ja, ja, ja. Und die Schuhe, so die Balenciaga Speedtrain, habe ich bis jetzt noch nicht so in der Version gesehen. Ja, ist eine neue Version. Und das Longsleeve, ja, auf jeden Fall nice. Ich finde es schön mit den Farben hier. Erinnert mich ein bisschen an das von Louis Vuitton. Mhm. Das ist eine von der Farbe. Ja. Ja, geht auf jeden Fall fit. Hose 249, Schuhe 650, ich glaube das 80, 90, 100 Tonno. Groß und Ganzen der schlechteste Fit des heutigen Tages, finde ich. Aber die einzelnen Pieces, nice. Aber nicht gut zusammengestellt. Die Hose, das ist ein Ding, das siehst du vorher nicht, wie es fällt. Kommen wir zum letzten Fit. Gesamtbewertung für dieses Outfit für die, von dir? Also gesamt? Ja. 6, 7. 6, ich würde dem Ganzen bis daher eine 7 geben, aber im Ganzen eine 3. Okay, passt. Letztes Outfit. Sehr gut, letztes Outfit. Here we go. Das wird jetzt cool, Freunde. Da habe ich so ein bisschen Farbe reingebracht. Ich glaube, das wird das beste Fit heute, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, ich spüre schon wieder ein bisschen den Sex. Max, gib ihm das Outfit rein. Lass dich einfach in der Kabine stehen und gib mal Sex auf. Ja, was ist Jassim? Prioritätensetzung. Letztes Outfit. Einmal, zweimal. Okay, und die Schuhe. Schauen wir aus. Fesch. Danke. Achso. Ich sollte noch was trinken, glaube ich. Ja, kein Stress, lass uns Zeit. Aber ich laber zu viel, gell? Er redet fast gar nichts von ihm. Ja. Ja, egal. Letztes Outfit. Das sollte. Ah, das Niceste. Keine Ahnung, es schaut eh immer ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Aber schauen wir es uns einfach mal an. Ja, cool. Ja, das finde ich gern. Richte doch mal die Hose rum. Geh doch mal rein, richte. Ja, wurscht, komm raus. Passt. Das ist aber. Ja, das machen wir aber gleich wieder auf. Zack. Ja, Jacke, ich finde die Hose wieder mal mega nice. Meinung zu der Hose? Die ist nice. Ja. Nice. Wir haben die Mason Garment Schuhe. Handmade in Italien. Passt halt farblich mit diesem Akzent perfekt zur Jacke. Das harmoniert vorne und hinten. Was meinst du? Der Kombinationsboss würde es auch auf jeden Fall feiern. Das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Grüße gehen raus. Ja, kann sein, das ist oversized. Also die noch ein bisschen kleiner vielleicht, weil ich finde halt einfach, du hast jetzt nicht unbedingt die allerbreitesten Schultern und dadurch wird es da unten so breit, weißt du? Vielleicht hätten wir die noch mal kleiner genommen können. Wir haben zweimal Stone Island. Aber nur so schlicht angedeutet. Also ich finde, das Outfit würde die Jacke noch ein bisschen besser fitten. Mit Abstand das Beste von allen. Und die Hose ist endgeil. Hose, preislich sind wir, glaube ich, bei 600 Euro. Die Jacke bei... Gina, was kostet die Stone Island Jacke? 629. 629. Was statt heißt zum Outfit? Ist cool. Ja, die Jacke passt. Ich mag die Hose extrem gerne. Die Hose ist Bombe. Ja, aber Cold War ist auch eine der coolsten Marken. Ja, ja. Und wenn die Gina das sagt, dann muss es stimmen. Bester Fit für heute, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt eh schon. Schreibt in die Kommentare, welches Outfit das beste war. Ja, wurscht, wir machen jetzt schon das Outro. Willst du noch irgendwas sagen? Sollen wir noch irgendwas machen? Ja, normal. Erstmal Grüße an die Linzi-Oma. An die Linzi-Oma. Grüße gehen raus an die Linzi-Oma, sicher. Und dann auf jeden Fall, ja, promoten. Promoten, hau mal raus. Folgt mir alle auf Instagram. Leon_Moldenhauer. Ist stabil. Und bald kommt YouTube. Du machst einen YouTube-Kanal? Ja, ja, ich habe schon einen YouTube-Kanal. Gucci Potter, oder? Richtig. Was machst du dann für Videos? Wie viel ist dein Outfit? Zaubergetränke, cool, oder? Wie viel ist dein Outfit? Aber nice. Nice, okay. Ich meine, ich bin Videograf, Fotograf, ich habe halt das Equipment dafür. Okay. Und, ist dir aufgefallen, dass die großen Wie viel ist dein Outfit wert YouTuber klickmäßig schon lang, also das Wie viel ist dein Outfit wert Videos am absteigenden Ast sind? Ja. Du machst es aber jetzt nochmal. Ja, weil ich, ey, ohne Witz, du könntest das so krass machen. Ich meine, die meisten haben jetzt nicht wirklich so fundiertes Wissen. Das ist einfach ein Fakt, ist ja nicht schlimm. Das geht ja einfach nur darum, dass die Outfits jetzt präsentieren. Ja. Aber ich finde es halt traurig, wenn es meistens Leute sind, die jetzt eben nicht so viel in der Fashion-Szene an Wissen haben und dann meinen, die irgendwie was sagen zu wollen. Okay, also Maren hat kein Wissen und wir auch nicht.
Das meine ich jetzt nicht. Es gibt nur die zwei. Wer dreht es? Ich meine, es gibt wirklich viele Leute, die haben viel mehr Wissen und dazu gehöre ich nicht. Aber du machst es. Ja, ich mache es. Aber in Mais. Weil ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall schon Ahnung. Okay. Also jetzt nicht. Also ein Cold War kanntest du nicht? Nee, aber ich meine so vom Kombinieren her. Ah, vom Kombinieren her. Ja, deswegen haben wir auch ein Umstyling-Video gedreht, weil du bekannt dafür bist, dass du besonders gut kombinierst, oder? Richtig. Okay. Stabil. Perfekt. Uli, danke vielmals, dass du mitgemacht hast. Liebe Leute, wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr am nicesten und am witzigsten gefunden habt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und... Es funktioniert bei niemandem. Hier ein weiteres Video von mir. Das war's von Gucci Potter. Expecto Patronum zum Schluss nochmal. Das war's. Lumos Zauber. Lumos Zauber. Alle, schreibt ein paar Zaubersprüche in die Kommentare. Euer Maximilian. Setz mal die Kapuze auf. Noch weiter runterziehen. Noch weiter. Perfekt.